Ja, hallo, seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Wir wollen heute wieder zwei Achate aufschneiden und mal schauen, welcher von beiden der bessere ist. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, arbeiten werden wir heute an der großen Säge. Die kleine ist für die Steine, die ich rausgesucht habe, nicht groß genug, oder besser gesagt, das Blatt ist nicht groß genug. Da sind schon ein paar dicke Brocken. Deswegen auf unserer guten, altbewährten großen Säge. Ja, wir schauen uns mal die Kandidaten der heutigen Folge mal etwas genauer an, ob wir da schon ein bisschen was dran sehen können. Unser Kandidat Nummer 1, der hat eine schöne Kartoffelstruktur, würde ich sagen. Ja, ich hoffe mal, dass da nicht Kartoffelsalat drin ist. Und ja, der hat hier ein kleines Fenster, wo man allerdings nichts sieht, weder eine Bänderung noch irgendwelche Farben oder irgendwas. Aber ich finde, der sieht rein von seinem Äußerlichen her, dieses Blasige, das sieht schon sehr interessant aus und damit weicht er auch sehr vom Rest der Steine ab, die ich hier bestellt hatte. Ich bin mal gespannt, was hier drin sein wird. Und unser Kandidat Nummer 2, der ist schon ein bisschen typischer wie das, was wir in letzter Zeit aufgesägt haben. Der hat tatsächlich auch hier ein kleines Fenster. Und da sieht man schon Bänderung dran. Ja, wie ihr sehen könnt, da ist eine schöne leichte Bänderung zu sehen. Allerdings sieht das in der Mitte dann schon aus wie Quarz. Könnte sein, dass das wieder eine Geode ist mit einer Außenbänderung. Würde ich fast vermuten. Ja, und dann hat er noch hier ein Fenster. Da ist ebenfalls eine Bänderung zu sehen. Ich bin mal gespannt. Ich vermute mal, mein Tipp für den ist Geode mit Kristallen und einer umlaufenden Bänderung. Ob ich recht habe, werden wir gleich sehen. Stein 1 hat sich gut schneiden lassen. Es sind keine größeren Abplatzer dran. Ja, ich bin mal gespannt, was hier drin steckt. Wir schauen mal rein. Eine Geode. Und was für eine schöne. Oh ja, sehr hübsch. Was für eine tolle Geode. Und was mir gleich aufgefallen ist, keine Risse, absolut nicht ein Riss. Der Stein ist wirklich in einem perfekten Zustand. Wow, sehr hübsch. Und schaut euch wieder diese hübschen Kristalle an. Ja, Bänderung ist, naja, so eine übergehende Bänderung. Man sieht, wie so eine Art Corona ringsrum. Aber das sieht schon top aus. Der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Da wird Stein Nummer 2 nicht leicht haben. Ja, ein wirklich, wirklich sehr hübscher Stein. Eine schöne Geode, die auch auf jeden Fall wert ist, poliert zu werden. Sehr schön. Weiter geht's mit Kandidat Nummer 2. Auch Kandidat Nummer 2 hat sich gut schneiden lassen. Hier sind so ein paar kleine Ausbrecher dran, aber ansonsten sieht das ganz gut aus. Und wir schauen auch hier mal rein. Heieiei, hei. Der ist aber auch sehr, sehr hübsch. Wow. Auch hier wieder ein perfekter Stein, keine Risse, Kristalle drin, eine schöne Bänderung hat der noch dazu. Boah, das sieht richtig toll aus. Das ist noch mal, sieht aus wie weißer Achat, der sich hier um diese kleine Kristallhöhle noch gebildet hat. Wow. Und auch die Bänderung zur Außenseite hin, die ist richtig cool. Das sieht richtig toll aus. Wow, das ist ein echt, echt hübscher Stein. Wir vergleichen mal beide miteinander. Ihr könnt jetzt schon mal euren Tipp abgeben, was euch besser gefällt, Stein Nummer 1 oder Stein Nummer 2. Aber wir vergleichen sie nochmal direkt. Vorher zeige ich euch aber nochmal die zweite Hälfte, die hätte ich fast vergessen, vom Stein Nummer 2. Auch wunderschön, schöne Bänderung und eine schöne Druse in der Mitte mit Kristallen. Wirklich wieder ein top schöner Stein.
Hier nochmal beide Steine zusammen. Also sie sind beide wunderschön, also richtig, richtig schöne Geoden. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, puh, das wäre schwer. Aber ich glaube, ich würde zur Nummer 2 tendieren, weil hier noch diese Bänderung zusätzlich da ist. Und so dieses leicht hellgelbe Pocket in der Mitte sieht auch toll aus, wobei der hier natürlich auch ein wunderschöner Stein ist. Aber für mich ist der Gewinner heute die Nummer 2. Ja, schreibt mir in die Kommentare, welcher Stein euch besser gefällt. Und dann habt ihr es schon wieder geschafft. Bleibt schön gesund und bis zum nächsten Video. Macht's gut.